Hallo Freunde, hier ist der Martin vom Survival Kompass und heute möchte ich euch mal die Streamlight Stylus Pro Taschenlampe vorstellen. Die habe ich mir bei Amazon bestellt und die möchte ich nutzen für Bushcraft und Survival Training. Ja, ihr seht, in dieser Verpackung kam die Streamlight an und dabei war die Taschenlampe, zwei Batterien, die sind auch dabei, ein Ersatzknöpfchen und hier eine, ja, ein kleiner Holster für die Taschenlampe. Ja, kurz zu Streamlight. Streamlight ist ein Unternehmen in Sitz in Eagleville in Pennsylvania in den USA und die bauen Taschenlampen mit wiederaufladbaren Batterien und auch mit Einwegbatterien und die Produktpalette umfasst Handtaschenlampen wie diese hier und auch Waffenlampen. Ja, was ist so besonders an der Stylus LED-Taschenlampe? Ich würde es ganz kurz zusammenfassen und zwar würde ich sagen, die ist klein, so lang wie ein Kugelschreiber, handlich, robust, das ist hier Aluminiummetall und sie leuchtet wirklich richtig gut. Nun, was gibt es noch zu sagen? Die Taschenlampe hat eine hervorragende Helligkeit. Sie hat 48 Lumen. Ich versuche mal anzumachen. Man sieht es jetzt natürlich tagsüber nicht so gut, weil hier auch Licht ist. Ich habe die Taschenlampe benutzt, mal nachts und wenn es dunkel war und ich konnte damit wirklich super weit leuchten. 20, 30 Meter sind überhaupt kein Problem für die Stylus LED-Taschenlampe. Nun, was gibt es noch zu sagen? Sie ist spritzwasserfest nach der Schutzart IPX4 und sie kann mit vollen Batterien ganze 6,25 Stunden lang leuchten. Die Stylus, die wiegt ungefähr 45 Gramm und du hast hier oben, ganz oben, einen Schalter. Hier sieht man diesen Knopf. Den kann man einmal leicht reindrücken, dann geht sie sofort an. Und man kann den auch feststellen, indem man einmal reindrückt und dann ist sie dauerhaft an. Ja, hier noch ein Clip zum Anhängen. Dann gibt es hier noch diesen Holster, da kann die Taschenlampe rein und an den Gürtel ran. Hier ist die Schlaufe dafür. Und ich schraube sie auch mal kurz auf, damit ihr seht, wie das ist. So, hier sind die Batterien drin. Die werden wie gesagt mitgeliefert. Plus kommt nach unten. Rein. Einfach zuschrauben wieder. So, dann ist es auch schon fertig und funktioniert. Und hier oben, das könnt ihr auch abschrauben. Das finde ich auch sehr gut, weil mit der Zeit kann es sein, dass sich dieser kleine Nippel hier, dass der sich abnutzt und dann wird er einfach ausgetauscht gegen den anderen, ja, wie sagt man, Gummidruckknopf. Hier oben ist der Schalter. Die hat sozusagen nur zwei Modi oder beziehungsweise drei. Einmal aus, einmal temporär und einmal die Feststellung, wo dann die Taschenlampe die ganze Zeit an ist. Gut, und ich möchte auch schon zum Schluss kommen, weil das muss gar nicht so lange gehen. Die Lampe ist sehr gut verarbeitet, nichts klappert, sie liegt gut in der Hand. Die Leuchtkraft der Lampe ist hervorragend für so eine kleine Lampe. Perfekt. Eine LED ist hier drinne. Die ist fest eingebaut, die kriegt ihr auch nicht raus. Ja, und von mir gibt es hier die klare Kaufempfehlung für die Streamlight Stylus LED-Lampe. Und ihr könnt die super nutzen für euer Bushcraft Camp oder wenn ihr im Survival Training seid oder wenn wirklich mal der Ernstfall eintritt. In diesem Sinne,
Ich würde sie mir holen. Macht's gut. Ciao, der Martin von Survival Kompass.